Ja, guten Morgen. Ich freue mich mega, dass ich heute hier stehen darf, weil ich bin ganz großer Fan dieses Formats und war tatsächlich auch oft schon hier als Gast. Und ich mache gerade so weiter, wie ihr angefangen habt. Ich würde mir nämlich auch gerne einen Überblick verschaffen und würde gerne wissen, wer von euch nutzt denn Social Media beruflich? Also um das eigentliche Angebot, das eigene Angebot oder auch das vom Arbeitgeber zu bewerben. Einmal kurz Handzeichen. Sind viele. Wer nutzt es aktiv, privat? Damit meine ich, dass ihr nicht nur scrollt, sondern auch mal selber was postet. Und wer findet, Social Media ist ein Teufelszeug und ist eigentlich nur wegen Kaffee da? So? Ja. Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen verändert, wenn man wohin kommt und man erzählt, dass man mit Social Media arbeitet. Das werdet ihr vielleicht auch kennen. Vor ein paar Jahren war das dann noch so was, mit ein bisschen Posten kann man Geld verdienen. Dann kam irgendwann echt so Goldgräberstimmung im Sinne von, kannst du mir vielleicht erzählen, wie man mehr Follower gewinnt? Und jetzt ist es eher so ein betretenes Schweigen oder auch mal, dass ich in Diskussionen verwickelt werde, ob ich jetzt mit Facebook oder auch Meta unter einer Decke stecke und damit schuld bin an Trump, an Cybermobbing und allem anderen der Filterbubble. Hinzu kommt, dass ich mit meinem Mindful Social Media Marketing Ansatz auch gerade die Leute eigentlich versuche, von Social Media zu überzeugen, die dem Ganzen bisher ja eher ein bisschen skeptisch gegenüberstanden. Das heißt, ich muss mich eigentlich selber jeden Tag immer wieder hinterfragen, kann ich das noch mit meinem Gewissen vereinbaren, was ich da tue? Und dass ich das jetzt im Moment noch bejahe, das liegt vor allem an meinem großen Warum, an meinem Purpose, der dahinter steckt. Und der lautet für mich, dass ich denen helfe, die Gutes in die Welt bringen, gesehen und verstanden zu werden. Und ich glaube wirklich, dass Social Media immer noch ein großartiger Ort ist, um einfach unsere Botschaften nach draußen zu bringen, dass uns da so viele kreative Möglichkeiten an die Hand gelegt werden, dass wirklich jeder auch seinen eigenen Zugang finden kann und das auch noch ohne ein hohes Werbebudget. Ich will einfach nicht mehr zurück in eine Zeit ohne diese Möglichkeit und gleichzeitig hoffe ich, dass durch Konkurrenz von anderen Netzwerken, die kommen und auch durch Beschränkungen, durch Regulierungen, die kommen, Firmen wie Meta gezwungen sind, die eine oder andere Politik, die sie so betreiben, doch auch zu überdenken. Meine Berufsbezeichnung, sowas kann man sich natürlich nur selber ausdenken, ist Mindful Content Mentorin und Coach. Und ich helfe vor allem Selbstständigen und Einzelunternehmen dabei, ihre Social-Media-Strategie aufzubauen. Mein Buch Mindful Social Media Marketing ist 2020 im Rheinwerk Verlag erschienen und geht jetzt bald in die zweite Auflage. Ich habe eine klassische journalistische Ausbildung und 20 Jahre für verschiedene Medien gearbeitet. Und meine Liebe für alles, was mit Mindfulness und Achtsamkeit zu tun hat, kommt daher, dass ich auch Yoga-Lehrerin bin und Journaling meine absolute Lieblingspraxis ist. Neudeutsch für Schreiben mit der Hand. Genau. Achtsamkeit und Social Media, wie geht das überhaupt zusammen? Für mich gibt es da drei Grundsätze, was meinen Ansatz ausmacht. Das eine ist, dass man das Warum ins Zentrum stellt. Also ich suche, wenn ich mit meinen Mentees arbeite, mit ihnen wirklich so ihre ganz, ganz tiefe Motivation. Was ist ihr Purpose, der sie antreibt? Und das von dort aus bauen wir dann die ganze Strategie auf, sodass am Ende eigentlich kein Post mehr stehen kann, der keinen tieferen Sinn hat, der nicht dieses Warum stützt. Und ich gehe davon aus, dass Marketing nicht nur einfach was ist, was da ist, um Kunden zu bringen, sondern dass das Marketing selber schon etwas Gutes in die Welt bringen kann. Also schon damit, dass ich mit meiner Botschaft was nach außen gehe, bewirke ich etwas. Und zu guter Letzt ist mir wichtig, dass wir ressourcenorientiert arbeiten. Bei Einzelunternehmen und Selbstständigen heißt es natürlich, dass wir vor allem auf die Energie der einzelnen Person gucken. Also nicht die Frage stellen, wie viele Posts will eigentlich der Algorithmus haben, sondern wie viele gute Posts kannst du überhaupt produzieren und wie bleibst du in deiner Energie, wie machst du das in einer guten Energie? Jetzt möchte ich euch noch kurz zwei Modelle zeigen, die ich heute mit euch so ein bisschen auf den Prüfstand stellen möchte, die ich bisher immer verwendet habe und wo ich glaube, da muss sich etwas verändern. Zum einen der Grundsatz, dass 50% der Marketingzeit, die wir so einplanen, in die Content Creation, also das eigentliche Schreiben, Bilder hervorholen, Hashtags finden, Verbreiten des Inhaltes geht. Und die andere Hälfte gehört dem sogenannten Socializing.
Darunter verstehe ich, dass man gezielt sein Netzwerk erweitert, Kommentare schreibt, aber natürlich auch wirklich auf jede Privatnachricht antwortet, auf jeden Kommentar antwortet, also wirklich für die Community da ist. Das andere, was ich heute auf den Prüfstand stellen möchte, ist so die Inhaltsverteilung. Das ist ein Modell, das sehr viele Social Media Experten so ähnlich auch empfehlen, wie ich es tue. Und bisher sage ich, es gibt drei Säulen, die wichtig sind bei der Inhaltsverteilung. Das ist zum einen der Mehrwert, das sind Inhalte, die zeigen, für welches Thema ihr steht und was ihr wisst. Dann persönliche Posts, das sind die, die Vertrauen aufbauen zu euch. Und nur jeder vierte Post in etwa sollte wirklich euer Angebot als Thema haben. Damit verhindern wir, dass wir als reiner Werbekanal wahrgenommen werden. Inzwischen beobachte ich allerdings, dass diese Mehrwertsäule Risse bekommt. Posts, wo es wirklich darum geht, Mehrwert und Wissen zu vermitteln, die bekommen heute kaum noch Likes, die werden nicht geteilt, die werden nicht kommentiert, da passiert irgendwie inzwischen sehr viel weniger. Und was könnte der Grund dafür sein? Was ihr hier seht, sind Vorlagen von Canva. Wahrscheinlich kennen viele von euch dieses Programm, weil es ist eins, das günstig ist, das super einfach zu nutzen ist und das viele gerade Gründer und Selbstständige nutzen, um ihre Posts zu erstellen. Und ihr seht hier wirklich ganz, ganz viele Schritte, Tipps, Infografiken. Und wenn ihr, so wie ich, vielen Trainern, Beratenden, Experten folgt, dann kann es aussehen, dass euer ganzer Feed wirklich so aussieht. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber bei mir hat es so ein bisschen diesen Effekt. Also, dass ich mich wirklich belehrt fühle, ich fühle mich zurück auf die Schulbank gedrückt und das ist mir zu viel. Ich bin erschlagen davon. Und deshalb ist meine heutige These, die ich mitgebracht habe, dass Menschen heute auf Social Media eigentlich nicht mehr Informationen suchen, sondern das, wofür es ursprünglich gedacht war, das Social-mäßige, die wirklichen Verbindungen. Und ich glaube, dass wir die heute so oft online suchen, hängt auch mit dem zusammen, was wir jetzt am Anfang schon so ein bisschen angesprochen haben, nämlich, dass wir jetzt auch die Isolation ein Stück weit gewöhnt sind. Wir kommen aus 2,5 Jahren Pandemie, wo wir auch in dieser Geschichte gelebt haben, dass andere Menschen für uns gefährlich sind und gerade introvertierten Menschen kam das auch ein Stück weit entgegen und wir müssen jetzt alle wieder so ein bisschen unseren Modus finden mit den echten Begegnungen und für viele ist es im Moment auch noch anstrengend, zum Beispiel ein Abendessen wirklich bis zum Dessert durchzuhalten, ohne zwischendurch aufzustehen. Man ist danach irgendwie erschöpft, weil so diese physische Präsenz von Menschen, das ist was wir jetzt erstmal wieder lernen müssen zum Teil. Ich habe den nächsten Vortrag mit 160 Leuten online, kein Problem für mich. Das hier ist scary für mich heute. Also ich bin da wahrscheinlich auch wirklich persönlich ein Beispiel dafür. Genau. Ich bediene mich da jetzt einfach mal bei Theodore Roosevelt, der sagt, no one cares how much you know until they know how much you care. Also was wir rüberbringen müssen auf Social Media ist tatsächlich diese Ansicht, dass wir uns wirklich für unsere Community interessieren. Wie schaffen wir es aber, auf Social Media echte Verbindungen aufzubauen? Und ich bin da mal eingestiegen in die Forschung meiner Lieblingsautorin, Brené Brown. Sicherlich kennen Sie ganz, ganz viele hier. Sie hat ein ganz neues Buch rausgebracht und am Ende dieses Buches fasst sie nochmal zusammen, was macht eigentlich wirklich menschliche Verbindungen aus? Und sie sagt, dass es vor allem 4 Komponenten sind. Zum einen, ich gehe mit einem geerdeten Selbstbewusstsein in diese Begegnung. Also nicht mein Ego pusht nach vorne, das schon alles weiß und dass es auch beweisen muss und zeigen muss, sondern ich bin bereit, Neues zu lernen, ich bin bereit, Fehler zu machen, die einzugestehen und mich zu verbessern. Die zweite Säule ist, ich bin bereit, in Gesprächen zu begleiten, anstatt dieses Gespräch immer führen zu wollen und den Weg vorzugeben. Also zum Beispiel, dass wenn mir jemand von einem Problem erzählt, dass ich nicht sofort sage, ja, hatte ich auch schon, das und das ist die Lösung, sondern dass ich wirklich erstmal ins Zuhören gehe und versuche zu verstehen, was braucht denn dieser Mensch gerade? Vielleicht ist es gar nicht unbedingt die Lösung. Als drittes sagt Brown, dass wir die Geschichte der anderen wertschätzen müssen und nicht unsere eigene Geschichte daraus machen. Ein Negativbeispiel ist zum Beispiel in der Black Lives Matters Bewegung, dass da gleich auch die Gegenbewegung aufkam und sagte, All Life Matters. Anstatt dass man einfach mal mit offenen Ohren hingestanden ist und gesagt hat, okay, erzählt uns von den Rassismuserfahrungen, erzählt uns eure Geschichte. Weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir die Gefühle der anderen verstehen. Das werden wir niemals.
Wir werden, egal wie gut wir die Person kennen, wir sind nicht ihre Gefühle, wir sind nicht ihre Erfahrungen und ihre Geschichte muss einen Wert haben für uns. Und zu guter Letzt, das ist ganz unten, sagt Brown auch, dass zu all diesen Punkten gehört, dass wir die Worte dafür haben, um über unsere Gefühle und Erfahrungen zu sprechen. Wie könnte man das jetzt erstmal als Haltung für einen Social-Media-Auftritt übersetzen? Und dann gehe ich auch noch darauf ein, konkrete Beispiele. Für Punkt 1 würde ich sagen, dass sich der Content-Creator oder die Content-Creatorin selbst gut kennenlernt. Also nur wenn ich mich wirklich gut kenne, kann ich auch authentisch nach außen gehen. Und dann kann ich mich als Mensch zeigen, der auf einem Weg ist. Hier komme ich gern wieder zu meinem Warum, zum Purpose zurück, weil damit ist es natürlich besonders einfach. Ich kann sagen, das ist mein Ziel, ich bin auf einem Weg dahin und das Wie darf sich verändern. Und ich verliere dadurch nicht an Glaubhaftigkeit, weil die Leute sehen, ich bin immer noch auf dem Weg, aber es geht eben auf und ab und es kommen auch Herausforderungen dabei. Wie kann man Herausforderungen und Fehler kommunizieren, ohne dass man auch an Glaubwürdigkeit, an einen Expertenstatus vielleicht auch verliert? Ich finde, dass Selbstironie da ein sehr gutes Mittel ist. Das ist ein Post, den ich vor kurzem gemacht habe, habe ich auch mit einer Infografik gespielt und die quasi humorvoll aufgegriffen, wie ich meinen Content kreieren möchte. Auf der einen Seite, ich will einen klaren Plan, ich will Posts vorproduzieren, alles soll eigentlich schon stehen. Auf der anderen Seite, ich will eigentlich nur spontan das posten, wie ich mich fühle. Bin beides ich, widerspricht sich, wie gehe ich damit um? Der Post kam übrigens sehr gut an und ich wurde tatsächlich unter dem Post auch gefragt, sag mal, hast du denn eine Lösung für das Problem? Also man wird nicht weniger als Expertin wahrgenommen, wenn man das Problem auch mal mit sich selber erzählt, wenn man sich selbst dort wirklich mit hineinnimmt. Die zweite Säule, wo es darum geht, die Menschen zu begegnen, bedeutet, dass du echtes Interesse an deiner Community zeigst. Das heißt, du postest nichts, was sie nicht wirklich brauchen. Und das ist ein Satz, den will ich eigentlich ganz, ganz fest unterstreichen, weil das wirft so viele Redaktionspläne durcheinander. Wenn wir uns wirklich überlegen, was braucht unsere Community und nur diese Sachen posten. Und du hörst zu und du diskutierst mit, auch wenn es für dich selber mal unangenehm wird. Das hier ist Elise Myers. Ich weiß nicht, ob sie jemand kennt. Sie ist Comedian, ist bekannt geworden über TikTok. Und sie spricht eigentlich hauptsächlich auf ihrem Account auf eine lustige Art und Weise über ihre psychischen Erkrankungen. Ich glaube, sie hatte eine Essstörung und hat jetzt noch eine Angststörung. Und hier in diesem Post beschwert sie sich darüber, dass die Leute ihr deshalb folgen, aber wenn sie gerade selber tatsächlich mal eine Phase hat, wo es ihr nicht so gut geht und sie das kommuniziert, hey, im Moment läuft es gerade nicht so, im Moment geht es mir gerade nicht so gut, ich bin gerade wieder, muss gerade wieder mehr auf mich achten, dass die Leute sie dann anschreiben und sagen, hey, just give me the funny stuff. Also was soll das hier jetzt? Also das ist ein Beispiel dafür, dass es eigentlich noch nicht so gut funktioniert. Die Leute, wenn wir das Bild von vorher nochmal aufgreifen, wollen nicht bis zum Dessert bleiben. Die wollen nicht quasi den ganzen Menschen wahrnehmen. Punkt 3, kann ich nochmal zurück? Genau, wo es um die Wertschätzung geht, die Wertschätzung für die Geschichte der anderen, das lässt sich eigentlich auf Social Media sehr einfach umsetzen, nämlich indem ich meine Räume öffne, um auch andere Menschen zu Wort kommen zu lassen mit ihren Geschichten. Zum Beispiel gibt es auf Instagram die Funktion der Collabs, dass sich andere Leute mit ihnen in Co-Autorenschaft Reels oder Posts produziere. Ich kann Leute in Live-Interviews einladen und ich kann natürlich auch so meine Kunden, mein Team und so weiter zu Wort kommen lassen. Vielleicht auch mal nicht nur immer mit diesen lobenden Super-Testimonials, die man da online sieht, sondern auch wirklich mal einfach mit ihren Inhalten und ihrer Perspektive. Ein Beispiel, das ist Business Coach Lilly Käuser. Sie hat in ihrem letzten Podcast und dann auch auf Social Media verbreitet, ihr ganzes Team zu Wort kommen lassen und hat sie gefragt, wie ist es denn remote zu arbeiten? Also wenn wir nicht alle an einem Ort sind, was habt ihr da für Tipps? Wie geht ihr damit um und so weiter? Hat quasi ihr Team diese Podcast-Folge mitgestaltet. Und wir erinnern uns, es gab noch einen vierten Punkt, wo es um die Vokabeln ging, also um das Vokabular, die Worte für die Gefühle. Das würde ich für Content Creator jetzt mal so übersetzen. Die Haltung, mit der ich rangehe, ist, ich spreche primär auf Social Media über Erfahrungen und Gefühle, nicht über Wissen. Wenn wir uns überlegen, Mehrwert ist ja im Prinzip, wenn der Mehrwert jetzt nicht gerade auf eine Frage der Community hin produziert wurde, ist ganz, ganz oft ein ungebetener Ratschlag.
Also das ist nicht unbedingt das, was genau dieses Miteinander eigentlich im Mittelpunkt hat. Als Hauptstilmittel eignet sich für mich das Storytelling, weil beim Storytelling immer der Mensch im Mittelpunkt ist. Es gibt immer eine Hauptfigur, die diese Geschichte erlebt und dadurch wird automatisch diese Brücke geschlagen, mit der eine echte menschliche Verbindung möglich ist. Außerdem zwingt uns Storytelling, konkret zu werden, statt einfach nur etwas Allgemeines zu behaupten, subjektiv zu sein, statt objektiv, und dadurch werden auch die Posts emotionaler und menschlicher. Zu guter Letzt möchte ich euch auch Mut zusprechen, wirklich mal leise, nachdenkliche, lange Contentstücke zu schreiben. Denn Gefühle sind nicht immer laut, die brauchen manchmal eine sehr präzise Formulierung, die brauchen manchmal vielleicht sogar eine leicht poetische Sprache. Und das ist es, womit man heute wirklich noch gut auffällt. Wenn ich mir überlege, was das jetzt für mein Modell bedeutet, dann würde ich heute das Säulenmodell vielleicht so gestalten. Alles beruht auf der Grundlage, dass ich mich und meine Persönlichkeit kenne und mich traue, diese zu zeigen. Mehrwert, seht ihr, ist immer noch eine wichtige Säule, genauso wie natürlich unser Angebot. Das sind zwei Dinge, über die wir sprechen müssen, unsere Expertise und unser Angebot. Aber beides ist verpackt, deshalb steht es zentral in Geschichten über dich und mich, um diese Verbindung zu schaffen. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, oder in dem Fall jetzt hier das Dach, gewinnt Socializing, also das, wo ich vorher 50% gegeben habe, gewinnt an Bedeutung. Wirklich dieses Netzwerken untereinander, die Zeit, die wir in die Kommunikation mit den anderen stecken, und die Einwegkommunikation auf Social Media ist einfach vorbei. Damit verändert sich jetzt auch unser Kreisdiagramm. Ich würde heute empfehlen, lieber weniger Content zu machen und die Zeit mehr in die Kontaktpflege zu investieren und die Netzwerkerweiterung. Denn wenn wir wirklich echte Verbindungen schaffen wollen, dann braucht es sehr, sehr viel mehr Zeit. Ich schlage jetzt hier mal eine Verteilung vor von 70-30. Und damit bin ich fertig. Ich freue mich sehr auf eure Fragen und die Diskussion und natürlich auch auf echte Verbindungen auf Instagram und Co. Danke dir. Ja, also. Mega spannender Blickwinkel da, wirklich. Also etwas, wo ich jetzt muss sagen, habe ich jetzt so noch nie gehört. Das finde ich schon ein mega Mehrwert, dass man viele Sachen verloren. Ich würde jetzt bei dir selbstverständlich eine Frage stellen an Bianca. Wenn ihr jetzt irgendetwas noch gesehen habt oder wenn ihr vertieft wissen, haben wir da eine Demo, die ihr nicht mal habt. Ja. Ja. Genau. Also ich glaube, man muss natürlich an der Stelle ein bisschen umdenken, weil man von der Einzelperson wegkommt. Aber prinzipiell ist so dieses, ich verstehe mein Unternehmen, ich verstehe, welche Werte uns antreibt, ich verstehe, welcher Purpose da ist. Das ist eine Grundlagenarbeit, die besonders in jeder Kommunikationsabteilung, ich glaube, das muss ich vielen hier nicht erzählen, wirklich betrieben werden muss. Also die da wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und dann kann man auch dort wiederum von dem Warum und von den Werten her kommunizieren. Und ja, ich finde tatsächlich auch die einzelnen Personen aus einem Unternehmen in den Fokus zu rücken, super wertvoll, plus natürlich Kundinnen und Kunden. Also dass man auch hier sagt, es geht nicht um eine Unternehmen-Kundenkommunikation, sondern es geht um Menschen, die miteinander kommunizieren und schaut, welche Menschen sind es bei uns und wie können wir da die Verbindung schaffen. Meinst du jetzt bei der Auswahl der einzelnen Mitarbeiter? Nein. Genau, also ich glaube tatsächlich, dass das was ist. Im Moment ist es noch so, dass man sagt, wenn man wachsen will, muss man eigentlich einmal am Tag posten. Ich glaube, wir werden uns davon mehr und mehr wegbewegen. Auch der ganze Algorithmus bewegt sich in die Richtung, dass qualitativ hochstehende Posts, die mit denen interagiert wird, das ist das, was funktioniert. Und für die Interaktion braucht es die Verbindung.
Gerne, ja, fang mal da an. Das ist eine verdammt gute Frage und ich kenne mich auch mit Statik überhaupt nicht aus. Das merkt man vielleicht bei solchen Dingen. ich habe jetzt tatsächlich, also was man überlegen kann, ist, ob man da tatsächlich, ich habe jetzt quasi den Boden als Grundlage genommen mit der Persönlichkeit, um auch nochmal zu zeigen, was ist der Unterschied, dass die für mich jetzt durch alles durchfließt. Aber so eine dritte Säule, die jetzt neu dazukommt, sehe ich tatsächlich im Moment nicht. Oder vielleicht wenn, dann ist es das Socializing, Community, dass man die vielleicht als dritte Säule dazu nimmt. Also dass es nicht mehr im Dach steht, sondern dass das ein Teil ist der Säule. Das wäre vielleicht was, ja. Darf ich noch? Warum spenden Sie denn? Sie spenden, weil Sie in einem Saal, in dem ist das Saal, dass die doppelte Personen unterstützt werden. Wie wichtig haben Sie Ihrem Umfeld Menschen, die Sie kennen, oder haben Sie kennen, dass es Ihre Kindheit oder so ist, das ist eine Situation, ich will das nicht mehr. Also genau. Gut, das ist das, was Sie vielleicht bekommen. Ja. Zufriedenheit, selber, also Sinnstiftung. Ja. Und ich weiß, dass es natürlich gerade mit dem Thema Armut ist immer die Frage, kriege ich Protagonisten, die über ihre eigene Armut sprechen, die quasi zeigen, warum man spendet, ist schwierig. Aber man kann ja mit diesen Spendern zum Beispiel sprechen. Was ist es, was du jetzt gerade auch erzählt hast mit dem, vielleicht haben sie was in ihrem eigenen Umfeld. Was hat sie dazu bewogen zu spenden? Wie fühlen sie sich damit? Also, dass vielleicht die Spender selber zu Wort kommen können. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und natürlich auch die Mitarbeitenden. Was bewegt einen in so einer Organisation zu arbeiten? Was macht die tägliche Begegnung aus? Also wenn sich die Armutsbetroffenen selber nicht zeigen, dann kann trotzdem der Mitarbeiter über eine Begegnung erzählen, die ihn besonders berührt hat. Und das ist anonym. Also würdest du sagen, das, was Community, was ich dir geben kann, ist eben ein sinnstiftendes Erleben und selber möglichst zu erzählen, warum sie... So ad hoc wäre das jetzt das Erste, was mir kommt, auf jeden Fall. Ja, genau. Mhm. Gerne. Darf ich? Ja. Hast du noch eine Empfehlung, welches Media dann auszuwählen? So, ist es nur Instagram oder ist es auch LinkedIn oder ist es auch TikTok oder auch eine Webseite oder sowas? Da? Ja. Ja, genau. Da gehe ich tatsächlich auch ein bisschen anders vor als andere. Und zwar stelle ich die Frage, wo ist deine Zielgruppe, ein bisschen weiter nach hinten. Die kommt natürlich auch in der Strategie. Aber als allererstes stelle ich die Frage, was, in welchem Medium findest du vor allem die Formate, die dir Freude machen? Gerade als kleines Unternehmen. Also was sind deine Ausdrucksformen? Ist es Bild? Ist es Video? Womit kannst du besonders gut nach draußen gehen und diese Verbindung schaffen? Und von dort aus wählst du dann quasi den Kanal aus. Und eben, warum ich nicht als erstes auf die Zielgruppe gehe, ist, dass du eigentlich in jedem Kanal jede Zielgruppe findest. Also selbst auf TikTok sind inzwischen schon einige Ältere. Und das ist kein Teenager-Kanal mehr. Das fängt oft sehr jung an und weitet sich dann ganz stark aus. Genau. Ja. Ja. Weil es alles sehr wässrig. Ja. Was kann man da machen, um das zu verhindern? Also als allererstes, das ist völlig normal. Es geht wirklich fast jedem so, dass wenn man für sich selber auch, ich komme ja aus dem Textbereich, wenn ich für mich selber Texte schreibe, das ist das Schwierigste. Ich denke tatsächlich dieses, dass du nochmal in dich gehst und dich fragst, was ist es, was mich dazu bewegt, diese Bilder zu machen? Wie möchte ich die Menschen darstellen? Warum ist das wichtig? Was sind die Momente, die mich dabei
voranbringen? Was hat mich zur Fotografie geführt? Also wirklich nochmal diesen Weg nach innen zu gehen und ein Warum zu finden, das größer ist als du. Also zum Beispiel, ich habe eine Fotografin, mit der ich auch befreundet bin, die fotografiert hauptsächlich eigentlich meine Zielgruppe, also Leute mit kleinen Businesses. Und sie sagt, ich möchte, dass die Menschen erkennen, wie toll sie sind, wenn sie authentisch sind auf Bildern. Und das ist etwas, das hat gar nicht mehr so viel mit ihr zu tun. Das geht über sie hinaus. Das geht an ein menschliches Grundbedürfnis, dass sie selber sich ihre Anerkennung geben können, dass sie sich selber wohlfühlen können. Und wenn du so einen Grund findest, dann ist es sehr, sehr viel einfacher, dann zu kommunizieren, weil dann geht es nicht mehr um dich. Dann geht es um die Sache. Gerne. Darf ich noch eine Einladung aussprechen? Weil die habe ich, glaube ich, vorher verpasst. Genau, wo ich das noch ein bisschen vertiefen kann vielleicht. Ich habe am Dienstag einen Online-Workshop, der ist auch gratis, wo es eben um diesen von dir will ich mehr Effekt geht. Also wie kann dein Content nach dir klingen und gleichzeitig dein Angebot attraktiv machen? Kann man sich jetzt noch anmelden. Genau. Dankeschön.